Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Wagenautomaten. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euren HB10 mit dem Internet verbinden könnt. Dies geht über zwei Möglichkeiten. Zum einen klassisch per Netzwerkkabel. Eine Netzwerkanschlussbuchse findet ihr auf der Rückseite des Darts oder optional über einen externen WLAN-Adapter, den ihr via USB-Kabel an der Steuereinheit des Darts anschließt. Einen Link zu diesem externen Adapter findet ihr in der Videobeschreibung. Diesen könnt ihr direkt bei uns im Online-Shop bestellen. Eins noch vorweg: Die Internetverbindung des HB10 ist nur möglich mit dem Update 2.0. Wenn ihr auf eurem Dart also noch den Auslieferzustand, also sprich Version 1 drauf habt, ist dies nicht möglich. Hier müsst ihr erst das Update auf die Version 2.0 ausführen. Wie das geht, hier findet ihr ein Video auch in unserem YouTube-Kanal, wie date ich via USB-Stick den HB10 von 1.0 auf 2.0 ab. So viel vorneweg, viel Spaß mit diesem Video. Die erste Option via Netzwerkkabel: Ihr schließt auf der Rückseite des Geräts euer Netzwerkkabel an der dafür vorgesehenen Buchse an, öffnet die Serviceklappe und betätigt links unten den Service-Knopf. Jetzt gelangt ihr ins Service-Menü. Wenn ihr die DART-Einstellungsmenü-Meldung bekommt, diese bestätigt ihr einfach mit OK. Nun seid ihr im Service-Menü. Ihr geht auf Gerät, Netzwerk und habt nun die Möglichkeit, auf allgemeinen Einstellungen die Netzwerkeinstellungen einzustellen. Ihr seht, unser Gerät steht schon automatisch auf dynamisch, das heißt DHCP ist aktiviert. Das Gerät zieht sich automatisch in eurem Netzwerk eine IP-Adresse und geht sofort online. Wer das nicht möchte, kann auch auf statisch umstellen und jetzt eine manuelle IP-Adresse für das Gerät vergeben. Die Standard ist normalerweise dynamisch. Ich empfehle euch auch, die Einstellung auf dynamisch zu lassen. Die meisten Kunden nutzen dies eigentlich. Jetzt kann ich auf Server gehen und überprüfen, ob die Verbindung steht. Das machen wir jetzt hier mal, Verbindung prüfen, und ihr habt sofort die Meldung Verbindung OK. Das heißt, euer Dart ist nun mit dem Internet verbunden. Sollte euer Gerät auf der Einstellung Dynamik keine IP-Adresse beziehen, überprüft bitte am PC, ob der Netzwerkstecker in der oberen Buchse eingesteckt ist. Es wurden einige Darts ausgeliefert. Hier ist das Netzwerkkabel an der unteren Buchse eingesteckt. Diese wird aber von der Software nicht angesteuert und somit kann auch keine IP abgerufen werden. Wenn dies eben bei euch der Fall ist, steckt es auf die obere Buchse um, dann sollte es sofort ohne Probleme funktionieren. Eine weitere Möglichkeit, das Gerät mit dem Internet zu verbinden, ist über einen externen WLAN-Adapter. Hier habt ihr dann den Button WLAN. Ihr seht jetzt, unsere Einstellung steht standardmäßig auf aus. Wir haben jetzt auch noch keinen WLAN-Adapter am Gerät eingebaut. Das machen wir jetzt zusammen und nachher starten wir die WLAN-Adaptersuche. Für den WLAN-Empfang eures Löwendarts empfehlen wir euch den WLAN-Adapter von TP-Link aus zwei Gründen. Zum einen wird dieser von der Löwensoftware ohne Probleme gefunden und das Anmelden ist kinderleicht. Zum zweiten wird auch ein USB-Kabel mitgeliefert, mit dem habt ihr die Möglichkeit, den Adapter außen am Dart zu befestigen, indem ihr das Kabel an der CPU einsteckt, hier durch die Lüftungsklappe nach außen legt und den TP-Link zum Beispiel hinten am Gerät ankleben könnt. Der Vorteil ist halt, ihr habt einfach einen besseren WLAN-Empfang, als wenn ihr den Adapter zum Beispiel in der PC-Einheit oder in der Service-Abdeckung unten drin lasst. Ich würde auf jeden Fall den Adapter immer nach außen legen, um einfach den bestmöglichen WLAN-Empfang zu gewährleisten. Ihr steckt nun das USB-Kabel an der freien
Schnittstelle ein. Lässt noch einen Steckplatz frei. Löst hier ganz leicht die vier Schrauben an. Das ist ein Lüftungsblech, wo eine Kabelausführung schon mit eingeplant worden ist. Ihr könnt dieses Blech nun zur Seite schieben und das Kabel durch die Öffnung nach draußen legen. Und an eurem Adapter einstecken. Wenn der WLAN-Adapter angeschlossen ist, können wir im Menü WLAN einschalten. Das Gerät sucht jetzt nach allen verfügbaren WLAN-Verbindungen. Ihr seht, der Adapter wurde sofort gefunden und wir haben auch viele WLAN-Verbindungen zur Auswahl. Wir gehen jetzt mal in unser Gastnetz, Wagner Automaten Gast, gehen auf Verbinden, geben das Passwort ein, sagen OK, Verbindung zum WLAN wird versucht aufzubauen und wenn alles passt, habt ihr hier die Meldung verbunden. Wir können jetzt auch nochmal auf Server gehen, überprüfen, ob das Gerät eine Verbindung hat. Verbindung prüfen, Verbindung okay, unser Gerät ist online, das war's. So einfach bindet ihr euren Löwendart ins WLAN ein. Anschließend könnt ihr das Menü oben rechts verlassen und ihr seht am Startbildschirm links oben, dass das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Ich hoffe, ich konnte euch beim Thema Internetverbindung des HB10 ein wenig weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns diese einfach in die Kommentare oder kontaktiert uns per E-Mail. Wir werden versuchen, die Anfragen schnellstmöglich zu beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Abo. Ihr werdet durch ein Abo permanent auf dem Laufenden gehalten, was es Neues gibt rund um das Thema HB10. Hier wird es in der Zukunft mit Sicherheit noch viele Videos von uns geben. Das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.